Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei. Mann, ich muss wieder spielen. Ich hatte die Hoffnung, dass Robots das neu spielen kann, aber da war ja zu dumm. Deswegen continuen wir die ganze Sache jetzt mal. In der Hoffnung, dass wir die ganze Sache hier zu einem Ende führen können. Also ich glaube, mit diesen Lümmellorichen wird das noch ganz schön lustig werden. Ja, ich gebe dir da mein Lümmellorich, aber ich mach's gewaltig bei dir. Ja. Du weißt so. Genau, wo es dann kracht. Ich finde die Loading-Bildschirme hier nicht so sonderlich gelungen. Da hätte man ruhig mehr draus machen können. Ist wohl wahr, hier in diesem blöden Zimmer. Was ist denn unser Objective? Wir hatten diese ganzen Chemikalien. Irgendwie. The Extermination Room, there's a jam, door stopping. Ach ja, richtig. Ey Gott. Aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Na, warte mal, wir müssen doch irgendwie. Wir haben. Guck mal. Jam door stopping further progress in this room. Take substance 65. And head for the examination room. Haben wir also, substance 65? Ich weiß es nicht. Guck mal kurz in dein. Nee, wir müssen das, glaube ich, erst noch zusammenmixen, oder? Ha. Hm, oder? Nee, ich weiß es nicht. Guck mal. Gib mal das einmal in die Flasche. Guck mal nochmal kurz in die To-Do, in die Notes. Da war, glaube ich, irgendwie. Da, genau. Compound Mixer. Das hat man ja aber schon gemacht, oder? Hat man das schon? Nee, wir brauchen noch mehr Sachen, oder? Ich weiß es nicht, ob das doch irgendwas mit 65 stand dort unten. Na klasse, müssen wir da wieder die anderen Räume abklappern? Das glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir es irgendwie in die Flaschen reinfüllen oder so. Ja, wie? Dann probiere mal so eine Chemikalie auf so eine Flasche anzuwenden. Sag mal! Geht doch. So. Warum brauchst du eigentlich drei? Weiß nicht, ich wollte erstmal sammeln gehen. Falls sich da so irgendwie der Boden wegätzt oder so, kann man nie genug haben. Ja, was machst du? Die haben wir doch nur schon alle fünfmal durchgeguckt mittlerweile. Ist ja gut. Versuch doch mal so eine Chemikalie auf diesen. Vielleicht will ich ja, dass du das machst. Willst du jetzt hier drei Folgen drücken? No. Not quite right. Probier mal die. Was denkt doch nur Christ? Ich weiß es jetzt auch nicht so genau, was man da jetzt. Haben wir hier noch ein anderes Gefäß oder so? Wir haben diese komische hier Röhre hier hinten, dieses Ding. Ne, ich glaube, da haben wir es nicht reinfüllen können. Dass du es da reinfüllen kannst. Plapp. Nope. Ja, und warte mal, was ist denn das leuchtende Ding? Nö, das da. Ja. Ich soll es damit mal probieren. Ja, probierst du damit. Das geht auch. Versuch's mal dort reinzufüllen. Nein, nicht das dort rein, sondern die Chemikalien dort rein. So. Huh, yeah, maybe I could just. Bist du heute wieder lustig? Hm. Ich weiß es nicht. Und das auf die Tür anwenden? Klar, wir kippen es drüber. Drüber gerollert. Nee. Ach man, dieser blöde Raum, ey, der nervt mich schon wieder komplett. Tüte auf, drüber. Fertig. Wir kriegen ja kein Geld dafür, deswegen führen wir die Werbung jetzt nicht zu Ende. Ich müsste jetzt auch erst mal ernsthaft überlegen, für was die da werben. Aber das sagen wir jetzt natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir sagen nicht, dass sie für Coca-Cola werben. Und dass wir dafür 1 Million Euro kriegen, dass wir das jetzt gesagt haben. 1 Million, aber jeder von uns. Jeder, ne, klar. Kann ich damit was anfangen? Da funktioniert auch nicht so geil. Jetzt gucken wir mal auf die Liste von Chemikalien. Jetzt lesen wir uns das nochmal genau durch. Note. Hier steht, I'm reading this. Klicken wir weiter. Chemicals. Wir haben Aceton, Chlorin, Sulfur, Iodin und. Nee, das brauchen wir. Was haben wir denn? Chemicals. Wir haben Nitrogen, Nitrogen und Iodin. Ja, aber da steht doch noch mehr. Ei, hoppala. Ei Gott. Ach, du bist super. Ich weiß. Warte mal. The most important addition is Substance 65. I have only access to 12 and 67. Was heißt denn Addition? Das ist doch eine Zutat. Also steht hier ja nicht, wie man die Substanz 65 mixen können, oder? Nee.
Similar to Properties 67. Wie kann man die mixen? All chemicals should be combined within the ZX3. Das hatten wir auch noch schon. Wir waren ja schon bei diesem komischen Ding. Ich vermute, wir haben diese Substanz 65 schon. Das ist das Ding hier, schätze ich mal. Dann trinkt ihr doch mal. Wie denn? Trink! Trink! Genau, der Coin, der rettet uns raus. Das hat man, glaube ich, schon mal probiert. Ist mir egal, ich weiß trotzdem nicht. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, in welches Zimmer wir noch gehen sollten. Und die Tür geht jetzt nicht auf, ha? Vermutlich eher nicht, ne? Ne, jetzt blockt von der anderen Seite. Entschuldigung, bin immer noch mit Husten beschäftigt. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht die Chemikalien ja erstmal irgendwie zusammenmixen müssen. Aber das scheint ja jetzt nicht so die Masterlösung zu sein. Zack. Nee, das funktioniert auch nicht. Haben jetzt aber auch sonst nichts dabei als Gefäß oder so, wo wir das jetzt reinmischen könnten. Da gebe ich dir recht. Aber wir müssen ja definitiv hier was im Examination Room machen, weil da hat es uns ja hingeschickt. Ja, vor allen Dingen zwei Notes schicken uns hier hin. Eben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen überfragt und ich glaube, das wird eine sehr langweilige Folge, wenn das so weitergeht. Ich glaube auch. Weil hier gibt es ja auch nicht mehr so wirklich viel, was man da jetzt mit was man interagieren könnte. Also hier ist ja bis auf die Tür. Ordinary Landscape. Ach nee. Das ist nicht wahr, oder? Die Idee hätte man vielleicht auch schon mal kommen können. Oh lol. Das löst zumindest das Problem schon mal. Ja. Na super. Oh nee, ey. Um mal Wally zu zitieren. Tada. Tada. Das war ein schöner Film. Das war echt ein toller Film. Ja, von wem das? Was ist denn das? Hundis! Um Gottes Willen, bleib mir fern, Willi. Ach du Kackwurst. Ach du Schrei. Oh, hat einen Lümmel. Na, aber was für ein? Buddy is hooked up to the machine with a set of tubes. What kind of experiments were they doing here? Oh, das will, nicht will man vielleicht gar nicht wissen. Nee, echt nicht. So, und dort müssen wir uns wahrscheinlich reinschütten. Da. No shame in that. Egal. They don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. Vielleicht guck mal noch in die Tür. Möglicherweise finden wir da noch eine andere Chemikalie oder sowas. Das erinnert mich, muss ich zugeben, sehr ans Ende vom ersten Teil. Da war auch ziemlich viel mit Chemikalien mixen am Ende. Stimmt, wo wir dann die Bombe bauen mussten. Genau. Ja. Was ist das, Ventilatoren? Da. Oh, dahinter versteckt. So, haben wir jetzt alle? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich dir auch nicht so genau sagen. Aber dann schau doch mal in deine Notes-Liste. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Wenn man den komischen Behälter mitzählt, sind es 6. Richtig, richtig. Ja, irgendwas wird ja da oben drin sein. Antidot. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Okay. Na dann. Kipp also das doch mal dort rein. Einfach zusammenmischen. Ich würde jetzt einfach dort reinkippen nach und nach. Ne? Ja, aber warte, die Reihenfolge war glaube ich entscheidend. Da denkst du, man kann jetzt viel kaputt machen, wenn ich es falsch mache? Boah. Vielleicht macht es Boom. Wir werden es sehen. Wir haben ja irgendwo mal gespeichert. Wir wissen ja jetzt, wie wir hier weiterkommen. Und jetzt als letztes. Blup. Mixture not complete. Fail to inject sample. The scan reads awaiting substance insertion. Warum was von dir? Gib mal den Lümmel her. Gottes Willen, du. Oh. Nun, die letzte Substanz, die konntest du nicht reinkippen, ha? Die hier? Nee, nicht so richtig. Ah, vielleicht, da wird es wahrscheinlich reinkommen. Da muss ja irgendwo noch die Chemikalie sein. Nee, es fehlt ja noch einer. So.
Nicht, dass wir die irgendwo vergessen haben. Oh, ne, toll. Kein Bedarf, da jetzt nochmal zurückzugehen. Um warte mal. Sein. Ach ne. Ne, die innere Tür, die ging nur bloß halb auf. Guck da jetzt nochmal richtig rein. Knie dich mal hin, vielleicht. Ne, da ist nichts drin. Mann, müssen wir jetzt echt nochmal zurückgehen? Na, geh erstmal in den anderen Raum zurück und geh mal speichern. Oh, vielleicht ist hier dahinter was? Komm raus, Mabel. Wohl bis jetzt lagen die anderen zwei Chemikalien, die lagen vorne in den Raum. Wenn ich mich richtig erinnere. Also es wäre ja äußerst unlogisch, wenn die die jetzt in einen anderen Raum versteckt hätten. Das wäre vor allen Dingen ziemlich fies, also ich kann nochmal hier gucken. Das wird nicht viel helfen. Also sehr viel Alternativwege gibt es aber auch nicht. Dann geh erst nochmal speichern. Wir wollen nur wirklich auch alles, haben wir wirklich alles abgegrast, muss ich sagen. Und guck mal unter, vielleicht unter die Tische, vielleicht haben wir da noch nicht genau geguckt. Da nicht? Ne, ich meine jetzt dort in den Schreibtisch. Dort drunter, ja, dort in der Ecke dachte ich, aber ne, gut. War eine Idee. Ja, das ist schon richtig. Dass die dort das vielleicht verstecken. Bleistift. Ja, ich denke, der... Erstmal jottet man down the note hier, so. Ich denke, den muss mit reinhauen. No? Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Hm, okay, warte, dahinter? Das wäre natürlich höchstens witzig. Ne. Aber auch sehr näher, ne. Unwahrscheinlich, könnte man sagen. Ja, das ist die letzte Substanz, wo in unserer Anleitung steht, dass die unbedingt gebraucht wird. Dann wird sie auch nicht so leicht zu finden sein, könnte ich mir jetzt fast vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt da irgendwo mich irgendwie drauf eintreschen. Natürlich nicht. Was wie an der Endstelle mit dem Rohr, wo wir übelst lange überlegt haben, die Chemical Rohr, Laboratory. Also ehrlich, was soll das denn auch? Aber das wäre echt irgendwie, finde ich, unlogisch, wenn das jetzt, weil, wenn ich mich recht erinnere, und die wirklich alle in den Räumen hier. Ich weiß so ehrlich gesagt gar nicht, ob wir nochmal zurückkommen würden in die anderen Räume. Ja, das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Aber... Mensch, das ist bestimmt hier irgendwo wieder so Trick 17 irgendwas. Ja, wieso, also irgendwas... Vielleicht kann ich ein Regal oder so von der Wand lösen und das... Dass das dahinter steht... Flieg um, du Stück! Ein Eimer drin hoch, ne. Hier vielleicht? Da hinter der Tür? Was für eine Tür? Oh, das wäre witzig, ne? Wäre aber auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, irgendwie schon. Hier, das Regal kann ich auch nicht einledern. Mensch, alles schon stabil gebaut hier, das sagt man ja gar nicht zu. Was sagt der? Awaiting Substances. Insufficient Composition Present. Hm. Nun sag mal! Vielleicht müssen wir denen das irgendwie entreißen, diesen Körper? Weil dort steht ja irgendwie Sub. Ja, bloß wie soll ich das machen? Ich kann ja nicht drin rumkrabbeln. Haben wir irgendwas mit, wo wir vielleicht ein Stück abschneiden können? Ja, mit einem Coin. Kitzeln ein bisschen. Säge hätten wir. Probierst du mal mit der Säge, vielleicht können wir einen Arm abschneiden. Sägen können wir auch nicht. Eine Flare können wir auf eine werfen. Ich glaube, ich werfe jetzt einfach mal so ein Artefakt rein. Kannst du gar nicht werfen. Na toll, was soll ich denn damit? Ich glaube, das ist einfach bloß so Gimmick oder so, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir auch ein gutes Ende, wenn wir alle Artefakte gekriegt haben. Guck doch mal, vielleicht kannst du irgendeinen Schacht wegnehmen oder. Jetzt guck da nicht so auf den Lümmel hin, Mensch. Ich habe doch nicht absichtlich auf den Lümmel geguckt. Anatomy of Human, na dann wir auch. Da gibt es ja keinen Schacht, den ich wegnehmen kann, der uns nicht hier reinführen würde. Wäre doch mysteriös. Was ich irgendwie blöd finde, ist, dass es ganz am Anfang ging mit diesen Coin, diese Gitter aufzuschreiben und jetzt gar nicht mehr. Es ging im ganzen Spiel nicht mehr. Ja. Nur an dieser einen Stelle. Und das finde ich das irgendwie blöd gemacht. Witzig ist aber, dass wir die Mechanik die ganze Zeit drin hatten. Also, dass wir wirklich ja, dass wir haben das eigentlich immer probiert, wenn wir nicht weiterkamen. Genau, und das ist irgendwie so ein bisschen. Hm. Vielleicht müssen wir das Ding erstmal noch hier reinstellen. Oh, nee. Das ist nicht doch ernst. Page Inject Sample. Okay. Insufficient Compounds Present. Soll ich mal reinbullern oder was? Ich denke, das wird das Resultat. Aber vielleicht können wir ja jetzt mit dem Ding interagieren. Vielleicht war es noch nicht freigeschaltet. Jetzt hör doch mal auf, dich ja immer so hinzuknüppeln hier. Wenn sie jetzt dem was absägen. Komm her. Nee, will er nicht. Lümmel. Auch nicht. Er wird schon hochnehmen wollen, habe ich gesagt. Ich glaube, dem ist es relativ schnurbel, ja.
Ja, aber uns nicht, unserem Charakter. Ach so, ja, dann muss er durch. Wir haben nicht so richtig geguckt, was uns jetzt noch fehlen würde. Du willst jetzt den nicht wirklich ja einen runterholen, oder? Ach, Robert, was du wieder denkst, ich bin nur an unsere Rettung interessiert. Ja, natürlich. Bist du immer gleich so, so bist du. Ja, durch immer hingestrollert, sehr eklig. Oh Gott, und ich tratsche drinnen rum, das ist ja... Gottes Willen. Na gut, liebe Freunde, die Folge ist vorbei, war jetzt nicht ganz so spannend. Nee, hielt sich in Grenzen. Aber wir sind zumindest ein Stück weiter gekommen. Das Bild ja noch mit rein. Komm her. Und währenddessen Matze versucht, dieses abnorme große Bild in diese abnorme kleine Öffnung reinzustopfen. Musstest du dich damit auskennen? Oh! Oh! Das ist wirklich gesagt. Verabschieden wir uns für diese Folge und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra. Bis dahin, ciao.